Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu The Let's Play. Verdammt, versprochen. Zu Let's Play The Binding of Isaac Afterbirth mit mir, dem Erik. Und ja, es ist lange her, ein bisschen, eine Woche oder so, oder fast schon sogar zwei, dass mal eine Folge kam. Liegt ganz einfach daran, dass Schule, was soll man sagen? Abitur mache ich, wir machen jetzt unser Abitur. 13. Klasse, letztes Jahr jetzt, und mitten in der Woche Aufnahmen bei mir geht überhaupt nicht. Also ist quasi, hab ich mir selber ein Verbot quasi gemacht, oder bin ich gegen das Mikro gekommen, habe ich mir ein Verbot für gemacht, weil ich denke, so Schule und Hobby muss man halt trennen, so, besonders wenn es um Gaming geht, weil das ist so ein intensives Hobby. Auf jeden Fall habe ich mal versucht, eine Folge aufzunehmen, aber da wurde ich in der Folge so oft gestört, weil Leute, da ist so oft, und dann hat man hier noch im Zimmer ganz voll laut geredet, so, weißt du, dass ich da 10 Cuts mindestens hatte, und dann dachte ich mir so, nein, das ist keine coole Folge, außerdem hatten wir scheiß Items, da dachte ich mir so, nee, kein Bock, deswegen werden wir gleich noch einen Winstreak von -2, glaube ich, sehen. Ja, das könnte sogar hinkommen. Und bei meinem persönlichen habe ich jetzt Golden God freigeschaltet, das liegt ganz einfach daran, dass... Mit Isaac habe ich Satan besiegt und Blue Baby. Und, aber warum ich Golden God bekommen habe, war, dass ich mit Azazel The Lamb besiegt habe und, ja, The Lamb halt. Dann, war kein geiler Run, wirklich, muss ich sagen. Ich hab ihn zwar besiegt, aber es war kein guter Run, muss ich sagen. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Und ich habe Hush noch besiegt. Aber da, als ich The Lamp besiegt habe, also ich hatte kaum Damage wirklich. War nicht super wirklich. Und dann habe ich halt Mega Satan gemacht. Ich hatte 9 Leben, aber ich habe halt jedes Mal verkackt gegen Mega Satan. Hatte ich irgendwann keinen Bock mehr. Und naja. Ist dann wohl dabei geblieben. Aber genug davon. Machen wir bei uns mal weiter. Wir waren stehen geblieben. Stimmt. Jo Leute, da sind wir wieder und yo, ja, wir, ist es normal, ja, irgendwie immer wenn ich Isaac aufnehme, ich habe diesen Fluch, dass irgendwas immer passiert, und gerade eben hat sich einfach mal mein PC mal gedacht, hey, machen wir doch mal einen Restart, komm, ohne deine Einwilligung, und da hat er dann gemacht, und finde ich super, mittendrin einfach so, ah, toll, so, ja, aber, der Run ist geblieben, alles ist gleich, zum Glück wurde das noch abgespeichert hier, ah, das regt mich aber einfach auf. Ah, Mann, ich wünschte, ich hätte einen richtig geilen Gamer-PC, Leute. Aber man kann eben nicht alles haben, ne? Man kann eben nicht alles haben. Worüber haben wir eigentlich gerade geredet? Ist warm, auf jeden Fall. Ja, darüber habe ich geredet. Verdammt. Es ist warm. Ich weiß nicht, aber letztes Jahr war es eigentlich wärmer. Ich kann mich daran erinnern, dass es irgendwas war, dass wir 40 Grad hätten oder sowas. Dass es eines der heißesten Jahre war. So habe ich es in Erinnerung jedenfalls. Sven meint eher so, nee, ist eigentlich nicht so. Dann geben wir okay. Oh, Bob Sprain? Nee. Oder? Bob Sprain, da habe ich keine Lust drauf. Das kann einfach nur dafür sorgen, dass wir richtig, naja, sterben. Warum habe ich eigentlich ein Herz? Verstehe ich gar nicht, ich habe doch gar nichts aufgesammelt. Wieso habe ich ein Herz? Glitterbombs vielleicht? Keine Ahnung. Hä? Keine Ahnung. Egal. Macht nichts. Itemraum haben wir noch nicht gefunden. Nee. Okay, dann wird er wahrscheinlich hier sein. Oder der Boss ist hier. So. Ich hoffe, ihr habt auch genug zu trinken bei so einer Hitzewelle. Das ist schon echt krass. Also, ich finde echt, weißt du, Juni, Juli, ganze Zeit kalt. Nichts gewesen. Und dann August, bam, einfach, weißt du? Einfach so voll in die Fresse, Junge. Damit hat keiner, glaube ich, so richtig gerechnet. Ich jedenfalls nicht, nein. Itemraum. Komm schon, gib mir was Gutes. Obwohl, was kannst du mir Gutes geben eigentlich? Ein bisschen Tiersub wäre nicht schlecht. Tiersub wäre wirklich nicht schlecht. Oder hier, ja, Harlequin Baby, Double Shot Buddy. Ne? Jupp, Double Shot Buddy. Ich habe heute geträumt, dass ich mit Sven einen Co-op Run gemacht habe. Und er hat das Harlequin-Baby gehabt. Das geht ja eigentlich gar nicht. Also er hat auch so einen Double-Shot gehabt, aber das kann ja eigentlich nicht sein. So. Oh, warte mal, jetzt haben wir eine Münze. Da können wir ja... Ne, hier.
Kompass im Angebot nehmen wir. Und dann donaten wir. Wir müssen ein bisschen, ne, den Shop erweitern. Komm. Ach, eine Münze. Komm, die will ich jetzt aber noch reinkriegen. Ach, schade. Wir müssen ein bisschen mehr im Shop kriegen. Ein bisschen mehr Sachen zum zum Kaufen brauchen wir ja. Und das kriegen wir, indem wir in den Shop donaten. Früher fand ich das total unnötig. So, hä, wie, warum soll ich das jetzt donaten? Ne? Wie sehe ich denn aus? Weil ich das Geld lieber für mich. So, weißt du? Komm. Die eine Münze donaten wir jetzt noch. Dann haben wir die 80. Ich weiß nicht, ob wir dann Level Up für den Shop kriegen. Werden wir jetzt sehen. Nein, kriegen wir nicht. Okay. Schon 4 Minuten sind wir unterwegs. Wie war das gerade eben nochmal? Mit Azazel ist man schnell unterwegs. Das ist man da eigentlich auch, aber... Ne, da wir den Itemraum noch nicht so schnell gefunden haben... Das ist ein bisschen doof. Und ja, ich bin mir nicht sicher, aber ein Freund von uns... Oh, verdammt. Ein Freund von uns, Sebastian heißt er. Ich weiß nicht, ob ihr ihn kennt. War er mal in einem unserer Videos? Ich weiß es nicht. Das kann sein. Alter, hör doch mal ganz so rumzuspringen, Mann. So, bleib. Er war auf jeden Fall, in einem LOL. Ich glaube, war er mal in einem LOL-Video bei uns? Ich weiß es gar nicht. Auf jeden Fall, hat er meine Isaac-Videos geguckt. Und ja, findet er super. Und hat jetzt selber angefangen, Isaac zu spielen. Das freut mich persönlich, wenn ich ehrlich bin. Das zeigt mir wenigstens, dass meine Videos jemanden dazu gebracht haben, Isaac zu zocken. Ja, das ist, das freut mich. Immer wieder. Ist echt super. Da oben geht es eigentlich gar nicht lang. Verdammt, ich dachte, da geht es zum Eidrohr. Boah, die sind gefährlich. Uiuiuiui. Und noch du hier. Okay, hier geht's zum Itemraum. Bam. Uiuiuiui. Ja, mit Azazel sollte man mal aufpassen, was sein Leben angeht. Denn ich weiß nicht, wo wir das Herz haben. Das ist eigentlich ziemlich gut, dass wir das haben. Muss ich sagen. So. Ach ja. Hier geht's. So, Itemraum. Gib mir was richtig Pornöses. So. Und jetzt du noch. Perfekt. Kakao? Wie ist denn das mit Azazel? Eigentlich gar nicht, ne? Ja, außer dass die Tränen jetzt so aussehen. Naja. Oder haben wir jetzt. Ne, Damage haben wir jetzt nicht. Alles klar, okay. Damage-Ups, das könnte uns eigentlich, können uns die Itemräume eigentlich mal geben, denn das bräuchten wir. Das bräuchten wir ziemlich gut. Oder der Devil-Deal jetzt mit einer Demark oder Pentagramm oder so. Na, irgendwas, kommt schon, Jungs, kommt schon. Enttäuscht mich nicht. Oh, Magnet. Super Magnet, Impuls. Nee, will ich nicht mitnehmen. Ich hatte schlechte Erfahrungen damit, meine ich. Ach, schon wieder ist ein Angebot, aber der Bumerang, ist nicht so geil. Ach, noch eine Münze. So, da hinten war. Und jetzt ist der Automat auch schon voll. Heißt also, jetzt können wir Geld sammeln, um möglicherweise vielleicht... Ach, fuck, ich dachte, das geht anders. Ball of Bandages. Alles klar, ist gut, ist super. Jetzt habe ich den Faden verloren, verdammt. Egal. Vielleicht schaffen wir sogar mit ihm Boss, mit dem Boss Rush. Das ist ziemlich geil. Und klatschen wir nicht zwei Fliegen mit einer Klappe. Oh, und ein paar Bomben. Glitterbombs haben wir ja, ne? Heißt also, ach. So, perfekt. Diese schwarzen Kackhäufchen hier, ja, die machen auch Damage im Raum. Sollte man wissen. Die machen nicht nur den Raum dunkler, sie machen also wirklich auch Damage und verwirren die Gegner kurzzeitig. Was tue ich da? Warum gehe ich eigentlich erstmal hier lang? Ah, wegen dem Schlüssel, Leute. Wegen dem Schlüssel. Habt ihr fast... Hä, aber hier geht's nicht zum Boss? Ah, nee, oder?
Müssen wir echt oben rumlaufen. Oder hier lang einfach hier. Ah, das ist nervig. Das ist richtig nervig. Aber kein Problem für uns, würde ich sagen. Odd Mushroom macht Damage Down. Mit Azazel nicht so gut, nein. Nehmen wir nicht mit. Ich mache zwar die Fire Rate hoch, also wir können ziemlich schnell aufladen dann, aber der Damage sinkt dadurch um einen, glaube ich. Ach komm, stirb doch. Alter. Unberechenbar, diese Leute hier. Unberechenbar. Überall diese Kackhäufchen hier. Warum? Den Shop müssen wir jetzt nicht unbedingt gucken. Hä, wo geht's denn hier lang, Alter? Der Boss ist doch oben. Ich verstehe es nicht. Hey, wow. Oh Mann. Also lebenstechnisch sieht es überhaupt nicht gut aus bei uns gerade. Boah, ich hasse diese Gegner mit Azazel, ne? Besonders wenn mit Azazel, deine Feinde mit Azazel sind die Gegner, die blöderweise explodieren. Das ist richtig doof. Was wir bräuchten, ist jetzt noch die Pille Pretty Fly und das gleich zweimal. Wenn wir das haben, dann haben wir ja noch den Ball of Bandages und dann haben wir ultimative Sicherheit vor Tränen. Glaubt mir, Leute. Das ist super. Das Harlequin-Baby ist gar nicht so schlecht. Ne, also dann haben wir ultimative Sicherheit vertreten. Ich habe damit Hasch gemacht und der hat mich mit keiner einzigen Träne getroffen. Also, dann kannst du so schwach wie du willst sein, du kriegst die Gegner irgendwann down. Egal wie langsam du bist. Pretty Fly. Explosive Diarrhea. Alles klar. The Fool. Where your journey begins. Ja, achso, ja, das ist ja unsere Karte. Oh, The Fallen. Ein Devil Deal Item kriegen wir jetzt also. Wie nett. Da war ich zu langsam. Was zum Teufel? Boah, Brimstone! Brimstone! Wir kriegen den normalen Brimstone! Perfekt! Jetzt noch Kohle und dann sind wir total OP. Oder ein bisschen Leben. Leben wäre auch ziemlich gut. Oh verdammt, Alter, wir haben kein Leben. Oh verdammt, wir haben kein Leben. Tja, kostenloses Devil Deal Item. Wenn ihr The Fallen als Boss bekommt, dann wisst ihr, ihr kriegt ein Devil Deal Item. Kommen wir was wolle. Oh, das ist super jetzt, hör mal. Jetzt haben wir keine Feinde mehr, die explodieren. Oder natürlich, die sind auch unsere Feinde, aber. Die sind nicht mehr so nervig. Oh, hier brauchen wir einen Schlüssel für. Das ist ein Buch auf jeden Fall. Temporary Psychic Shot. Ja gut, wir haben jetzt eh keinen. The Fool. Wir haben jetzt eh keinen, Space Item. Dann können wir auch das hier nehmen. Gut, dann gehen wir hier in den Geheimraum. Oh, böses Feuer. Ganz böses Feuer. Eine Batterie. Warte mal, ist das ein lila hier? Ja, ne? Nee. Huh? Oh, auf jeden Fall haben wir jetzt, können wir die Batterie nehmen. Haben wir auf jeden Fall jetzt, verdammt, jetzt hätten wir das. Homing Shots. Homing Shots haben wir jetzt. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh! Alter! Da dachte ich, ich segne gleich das Zeitliche, ey, hör mal. Ich dachte, jetzt ist es vorbei. Oh ja, das ist jetzt die Frage. Was haben wir da? Virgo, you free, refreshed and protect. Ja, das ist perfekt. Ja, das ist perfekt. Das ist perfekt. Boss ist da oben. Boah, Leute, wir bräuchten echt Leben, Mann. Fuck off. Warte, wir können den mal sprengen. Für ein Steam Sale vielleicht? Nope. Obwohl, warum Steam Sale? Wir haben hier kein Geld. Jetzt müssen wir auf blaue Steinchen achten. Um zu gucken, ob wir die irgendwo sehen. Das ist jetzt nämlich ganz wichtig. Ein Herz ist nicht geil. Boah, das ist gut. Aber leider ist da nichts drin.
So, da kann was Geiles drin sein. Oh, ein bisschen Geld. Ach, hier ist noch blaues Feuer. Also, das würde ich auf jeden Fall kaputt machen in der Hoffnung, da sind jetzt blaue Herzchen. Ach, komm schon. Ja. Eins haben wir. Und noch eins haben wir. Alles klar. Wir gehen in den Shop rein. Um zu gucken, ob vielleicht irgendwas im Angebot ist. Weil das kann ja sein. Oh Mann, das ist asozial hier. Das ist richtig asozial. Was ist das nochmal? Flat Penny Wealth of Answers. Ich weiß gar nicht, was es macht. Wenn ich ehrlich bin, das weiß ich. Oh, gut. Ja, gut, alles klar. Oh, das ist super, ey. Brimstone. Und den Steam Sale. Wo sind wir hier gerade? Devs 1. Oh, wie geil ist das? Oh, lol, ah, okay. Ich verstehe, was das Space Item macht. Wenn wir Münzen aufsammeln, dann kriegen wir Schlüssel. Perfekt. Ja, Steam Sale. 50%. Auf. Nice. Ja, nice, 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 nice. Nehmen wir, nehmen wir. Es ist super, super. Den brauchen wir nicht. Ach, ja, das ist geil. Okay, ja, ja. Haben wir quasi unendlich Schlüssel, wenn wir auch Geld haben. Dann ist alles okay. Wir nehmen mal das. Oh ja. Das Space Item ist eigentlich gar nicht so schlecht. Oh, Leute, in die falsche Richtung auch noch. So. Oh, das ist super, das Space Item. Ich mag das. Das ist Hammer. Ich würde zwar Homing Shots gerne eigentlich immer haben. Das ist ja nur für einen Raum jetzt leider. Lunch, HP ab. Alles klar, dann können wir vielleicht einen Devil Deal. Oh Mann. Die Verlockung ist groß, das jetzt zu holen. Das könnte irgendwas Geiles sein. Ich weiß aber nicht was. Die Frage ist, was ist es? Die Frage ist, was ist es? Nehmen wir. Um Fun zu haben. Was könnte es denn sein? Überlegen wir mal, was könnte es denn sein? Es könnte. Dark Bum könnte es sein? Ne, Dark Bum gibt es ja nur für Einheit. Oder ist es unterschiedlich? Ich weiß gar nicht. Dark Bum könnte es sein. Brimstone nicht mehr. Mom's Knife könnte es sein, das wäre ziemlich doof. Ne, wir nehmen es nicht, ich habe Schiss, dass ich mir alles jetzt kaputt mache. So. Ich wette, es geht nicht nach unten zum Boss, aber für den Itemraum geht es nach unten. Ja, wie gesagt, mir fehlt wieder Damage. Also drei Striche nur, ist nicht so gut. Es hätte auch The Mark sein können oder Pentagramm oder... Weiß ich, was das sein hätte sein können. Da. Mach. Schade. Ich hoffe, wir kriegen trotzdem so einen Devil Deal. Da, und haben wir hier einen Fluch? Ne, haben wir nicht, das ist perfekt. Na, da gehe ich nicht rein. Ich will nicht mein Leben dafür opfern jetzt. Und kaputt. Das geht doch nicht zum Boss. Aber der hat jetzt nicht gerechnet. Ja, kann ein geiler Run werden jetzt hier. Kann auch ein geiler Run werden. Ich zweifle nicht dran. Soymilk? Holy fuck, wie ist denn das mit Brimstone, Alter? Ich hab dann total Damage down, das bringt mir überhaupt nichts. So, wir haben Steam Cell, haben wir, ne? Wir können ja mal das holen. Wheel of Fortune. Können wir sprengen. Und kriegen noch Geld. Das ist super. Damit haben wir ein paar Schlüssel noch. Nehmen das mal kurz. Machen das. Pretty Fly. Infested. Kaufen uns eine Batterie hierfür. Und Lemon Party, alles klar. Ne, wir nehmen das hier. Wir nehmen das hier. So, gut, dann gehen wir weiter. Vielleicht geht's ja hier zum Boss. Da geht's tatsächlich. Ah, so viele Schlüssel, hör mal. Ah, super. Und noch ein Schlüssel. Alles klar. Schade, dass wir nicht in die Chest-Ebene können. Die Chest-Ebene ist super. Da müssen wir dann nämlich das Blue Baby besiegen irgendwann. Wenn wir 10 Mal Marm besiegt haben, ist auch die Chest verfügbar, nehme ich an. Leute! Huh!
Ein bisschen Speeder wäre auch nicht schlecht, meiner Meinung nach. Also den Boss Rush kommen wir jetzt auf jeden Fall. Dark Boy Achieved. Oh, interessante Sache. Mom's Coin Purse. Yes, Mother. Oh, wir haben die Mother-Transformation. Jetzt haben wir ein Messer in unserem Hintern. Infested? Pretty fly. Bombs are key. Bombs, ja, das ist okay. Key. Bad guy. Und full health. Full health. Wir haben jetzt die Möglichkeit, uns aus dem Boss Rush zu porten, wenn hier was Geiles wäre. Aber wir müssen den Boss Rush eigentlich noch machen. Müssen wir eigentlich noch machen. Deswegen werden wir ihn jetzt auch machen. Und wir nehmen ihn hier mit. Er kann uns helfen. Oh, fuck off. Doch nicht direkt der hier, Alter. LOL, da war ein Fass! Wir müssen aufpassen, was er macht. Er kann Brimstone schießen. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Siehst du, das meine ich. Gott, und der hält auch noch so viel aus. Uiuiui. Wir müssen gucken, was er macht. Wir müssen gucken, was er macht. Schieß Brimstone, dann bin ich safe erstmal. Ja, okay, haben wir. Wir müssen die Fässer kaputt machen. Da sollten wir jedenfalls tun, das wäre gut. Dann hätten wir ihn hier. Ah, ich habe das Fass leider überhaupt nicht beachtet, muss ich sagen. Okay, hätten wir. Pestilenz. Ja, das ist ja super. Und wo ist der andere Mofo, Alter? Oh, hier, da ist er, ja. Gerade wenn man vom Teufel spricht, was? Ja, genau. Darauf habe ich gehofft, dass du jetzt den hier triffst. Komm schon. Okay, nächste Welle. Oh, ein Engel. Den sollten wir als erstes killen. Oh, Alter, das war knapp. Uiuiui. Okay, der kann kein Brimstone schießen, das ist okay. Er macht nur das hier. Okay, perfekt. Oh Gott. Mega fetti. Oh, wir haben doch das hier noch. Hab ich ja voll vergessen. Ah, hier. Das ist ja wohl. Oh. Boah, Alter, der ist mega. Ich brauche echt ein bisschen Speed-Up, ey. Aber mega fett, die wir gemacht. Ich bin gerade... Tut mir leid, dass ich so wenig rede, aber ich bin gerade etwas konzentriert. Weil... Puh... Weil ich will das jetzt unbedingt schaffen. Und so wenig Leben wie möglich dabei verlieren. Oh nein! Weißt du, gerade wenn man davon spricht, weißt du? Gerade wenn man davon spricht. Boah, Alter. Nein! Monstro 2 schon wieder. Als hätte ich nicht schon genug Stress mit dir gehabt. Brimstone ist gegen den ziemlich gut. Wo ist er eigentlich? Monstro. Ach, da bist du. Gegen dich habe ich doch gerade eben gekämpft, Mann. Hast du noch nicht genug, oder was? Scheiße. Nein! Ah, ich hätte damit so rechnen müssen. Ich hätte damit so rechnen müssen, eigentlich. Oh, er ist ein nerviger Gegner, ne? Für mich, finde ich. Oh, er ist ein richtig beschissener Gegner. Wann habe ich denn geschafft? Oh, der ist noch beschissener. Bei dem musste ich bewegen. Weil er Homing Brimstone hat, genauso wie wir jetzt gerade. Alter, willst du mich verarschen? Ja,
Witz, oder? Das fuckt mich jetzt richtig ab wieder, Alter. Oh. Weißt du, da kill ich auf einmal den letzten Geist. Weißt du, ich habe den Geist gar nicht fokussiert. Da kill ich den kleinen Geist als letztes. Und natürlich fliegt der in mich rein, weißt du? Sodass ich dann auf ein halbes Herz Damage runterkomme. Warum? Ich verstehe das nicht, ey. Mann, Alter. Und dann dachte ich jetzt gerade, der wäre tot, der mich gerade gekillt hat. Ist verschwunden. Nein, er ist nach oben gesprungen, um dann auf mich runterzustampfen, Alter. Boah, das regt mich jetzt richtig auf wieder, Alter. Warum verkacke ich das denn, Alter? Das war doch ein safe, easy run, weißt du? Und ich verkack's einfach wieder. Das ist unglaublich. Ich habe immer so ein Pech bei solchen Sachen, Alter. Ich verstehe das nicht, Mann. Nee, Alter, das regt mich jetzt einfach auf. Das regt mich einfach nur auf jetzt. Boah, Alter. Nee, noch ein Run mache ich jetzt nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Das ist mir zu doof jetzt. Ob es irgendeine geile Challenge gibt, die wir machen könnten? Pitch Black? Was ist denn das? Achso, einfach Curse of Darkness. Und Curse of the Unknown? Nee, ja doch, hä? Naja, nee, die will ich jetzt noch nicht machen. Das ist langweilig. Gibt's denn irgendeine geile Challenge? Was ist das hier gewesen? Ich erinnere mich nicht mehr an diese. Oh, Number One. Und diese Sachen. Okay, warte. Gucken wir noch die dritte Head-Trauma. Ne, die haben wir auch noch nicht gemacht. Die habe ich auch noch bei mir gar nicht gemacht. Waka Waka. Was war das nochmal? Oh, ja, stimmt. Das war das hier. Nee, es dauert mir jetzt alles zu lange. Nein, Leute, tut mir leid, aber ich möchte jetzt keinen Run mehr machen. Das regt mich einfach auf. Ich bin da jetzt echt depressiv. Außerdem ist es mega warm, Alter. Ich kann mich gar nicht konzentrieren bei so einer Wärme. Auf jeden Fall bedanke ich mich trotzdem fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Und das nächste Mal, Leute, das nächste Mal, da machen wir es wieder. Außerdem, um noch mal reinzugucken, mit Azazel. Ach, das stimmt, wir waren gar nicht bei Mom's Hut. Alles klar, vergesst es, was ich sagen wollte. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.